Ever Smiling Liberty, Harry Blaise. Warum hast du das Stück ausgewählt? Das Smiling Liberty kenne ich eigentlich schon länger und habe es eigentlich nie gewagt zu machen. Und zwar wegen dem Text eigentlich. Das Smiling Liberty ist aufgebaut, eigentlich angelehnt an das Händel-Oratorium Judas Maccabäus. Und das hat einen ganz schlimmen Schlachtentext drin, wo da beschrieben werden. Und in der heutigen Zeit habe ich gedacht, wir können den Text nicht verarbeiten mit den Schülern. Ich hatte auch nicht so grosse Lust gehabt, an dem zu arbeiten. Aber die Musik, die ist so wertvoll und so vielschichtig, dass ich gefunden habe, doch mit dem Kantikor, mit einem Jugendchor, ist das sehr ansprechend. Ich habe den ein Stück genommen und habe gedacht, ich muss einen neuen Text darunter legen. Und ich habe das auch gemacht mit einem Text von Khalil Gibran. Das ist ein berühmter Dichter, Philosoph, Maler. Und haben das ausprobiert mit den Schülern und das ist auf Anhieb angekommen bei den Schülern. Und die haben gefunden, das ist es, das müssen wir so machen, ich muss mehr Text suchen. Und dann habe ich angefangen einzulesen in den Khalil Gibran. Das berühmteste ist der Prophet, und dann habe ich andere Literatur gesucht, habe auch gefunden und bin richtig eingetaucht. Dann denkt, mache ich es, soll ich es machen, das soll ich nicht machen. Die Schwierigkeit ist, einen Text unter bestehender Musik zu legen, ist brutal schwer. Und ich habe mir dieser Herausforderung gestellt und das hat mir wirklich der Ärmel hinterher genommen bei dieser Arbeit. Es war sehr kreativ. Ich musste arbeiten, bis alles passt zu der Musik. Und habe wunderschöne Texte gefunden. Ich habe natürlich die Texte zum Teil zusammengefasst auf einen Kernsatz. Und das sind jetzt eigentlich Aussagen, die da ablaufen. Und jetzt kann man es anschauen. Es sind so Bilder, die nebeneinander bestehen können. In einer völlig losen Abfolge. Wo ich dann natürlich eine Dramaturgie probiert habe reinzugeben, aber wo eigentlich kein Spiel abgeht, kein Theater abgeht, sondern es sind so Lebenssituationen, wo jedem etwas angeht, wo aneinander gereiht werden. Und das merkt man natürlich auch. Er hat ja vorher so ein bisschen zugeschaut. Er denkt, du bist der Messias von der Kante. Du hüpfst umeinander, du gumpfst umeinander. Du bist eingetaucht. Aber du nimmst die Schüler mit und es verkommt nicht irgendwie zum Schwimmen. Gell? Die tauchen wirklich ganz konzentriert mit dir mit. Das wäre auch toll, wenn es jetzt auch noch könnte, ein bisschen auf die hinterste Seite gehen, wo ich die Texte natürlich auf Deutsch übersetzt habe. Das wäre mein innerster Wunsch, wenn es jetzt immer wieder, auch während der Probe, hintergüchseln. Und ich glaube, das machen sie auch. Ich habe auch ein paar schon beobachtet. Viele verstehen es natürlich auch, dass jetzt hintergehen und schauen, was singen wir da eigentlich? Und gell, das Thema passt natürlich zur heutigen Zeit. So schwierig wie es ist, aber leider es passt. Ja, gell? Es ist so. Unterdrückung, gell? Es ist, und, ja, also, es ist eben, wie gesagt, das sind jetzt wirklich Khalil Gibran-Texte. Die Unterdrückung ist ja der Text vom ich weiß gar nicht, wo der Text ist, wo der Händel komponiert hat früher. Das habe ich genau nicht wollen. Also grundsätzlich sind wir, habe ich etwas wollen machen, wo alle etwas angeht, wo die, von dieser Unterdrückung uns frei als Freisingen von dieser Unterdrückung, mit Lebenssituationen, die wir erleben, mit Freundschaften, mit Enttäuschungen, mit Tod, mit Trennung, mit Vergnügen, mit Tag und Natur und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, was vielseitig auch ansprechen kann. Also ich bin bewusst weg von diesen unterdrückten Texten aus der alten Bibelgeschichte. Und bewusst weg, gell? Jetzt von der Aula, also wenn man den ganzen Chor und alles Ensemble sieht, dann sieht man, das muss irgendwo größer sein. Das muss einfach sein, oder? Ja, das ist so gewesen. Der ehemalige Chor, den ich einberufen habe, ist ein bisschen grösser als normal dieses Jahr. Und dann habe ich plötzlich, wenn ich so mal in der Aula rum, habe ich gedacht, das erdrückt, jetzt sind wir wieder bei, das erdrückt uns von dieser Musik, weil die muss anders daher, die muss können im Raum auch stehen werden. Und dann bin ich dann auf die Flumserei gekommen. Die Flumserei ist nicht viel höher als die Aula da, aber sie ist länger und sie ist breiter. Und ich glaube, die Atmosphäre, das in so einer Fabrik zu machen, die Lebensfreude dort reinzubringen, in der Nähe von der Kante, auf das freue ich mich ganz besonders. Und da muss man auf jeden Fall gehen. Weißt du, gestern zwei Schülerinnen nach einer Probe nach Hause genommen, gefragt, ob es in der Flumserei kalt sei, oder? Armed Man, oder? Im Hagelbastol ist es ja kalt gewesen. In der Flumserei ist es nicht kalt, nein. Die, die herkommen, dass sie die haben, schön warm. Die können den Mantel draussen ablegen. Und schauen muss man es auf jeden Fall. Gell? Ja, auf jeden Fall. Freitag, Samstag, am Sonntag zwei Vorführungen. Ja, genau. Und du hoffst auch vor allem bei den Flierplakaten, dass nur für Schülerinnen und Schüler kommen. Ja, oder? Genau, ganz genau. Ich hoffe, dass wieder mehr Schüler kommen können. Wir haben ganz tiefe Preise. Und auch die anderen für Erwachsenenpreise sind ganz erschwinglich. Wir haben ein bisschen Problem, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, dass es am Sonntagabend die letzte Vorstellung ist. Ein anderes Mal mache ich eine 11 Uhr Vorstellung und ich mache eine 5 Uhr Vorstellung. Jetzt haben wir um 16:30 Uhr Vorstellung,
machen wir eine wegen Muttertag. Und am Abend ist noch nicht ganz ausverkauft. Ich glaube, die Leute schauen dort lieber Tatort oder so. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, sie können den Tatort einmal nachschauen. Ich glaube, wenn du etwas machst, ist Tatort dann wirklich geflogen sein. Und es wird wahrscheinlich eben dann, wir hoffen jetzt auch, dass unser Beat noch ein bisschen mehr ausverkauft werden. Jetzt, du bist ja Musiklehrer oder Kanti. Was bedeutet denn für dich so ein Projekt? Und hast du überhaupt für das so etwas auch Zeit? Also, da, du denkst schon 24 Stunden, was ich nichts anderes denn, wenn du so dran bist, oder? Nein, das ist nicht so. Das ist, ich habe eine gewisse Rhythmik mir können aneignen, einen gewissen Erfahrungswert natürlich auch. Ein gewisses Vertrauen habe ich auch können aufbauen auf die Schüler. Wir haben eine ganz gute Planung gehabt. Und ich glaube nicht, dass wir im Stress sind. Natürlich sind es die letzten Tage, die sind stressig. Und man muss alles zusammenbasteln, die Band kommt dazu, die Schüler sind da. Das ist so. Aber grundsätzlich fühle ich mich überhaupt nicht gestresst. Ich glaube, die Schüler auch nicht. Wir können uns alle eigentlich entspannt an die Aufführungen hergehen. Das ist eigentlich auch sehr schön. Thank you.
gut.